Hallo Mitspieler, mein Name ist Salo Riot und mit einem kleinen Feuerchen begrüße ich euch zur 62. Episode dieses City Skylines After Dark Let's Plays. Ah, Feuerwehr haben wir doch gehört. Wo ist er? Da blinkt was. Na. Oh, Polizei. Ja, erstmal Tatort sichern, obwohl die in ein ganz anderes Haus rennen. Was ist denn da los, Leute? Dreht einfach einen Bus? Warum dreht hier ein Bus? Dreht ihr sehen? Ja, schaffen wir und gelöscht. War schon angekohlt, das Ding. Zustand? Ja. Nichts Außerordentliches. Haben keinen Strom? Ah, da sieht man, wie es langsam wieder zurückgeht. Die Asche, wie so verschwindet. Ah, auch so Vorgänge, die mir so bis jetzt noch nicht aufgefallen sind. Deswegen jetzt auch das erste Mal. Ja, langsam gehen die Lichter auch wieder an. Gut, alle schick. Allen geht's gut. So, was macht denn unser Hauptverkehrsproblem hier oben? Ich meine, gut, die Änderungen, die sind noch keine 5 Minuten her. War ja Ende letzte Episode, dass ich hier diese Abkürzung mit eingebaut habe. Ja, aber der Stau hier ist schon mal weg. Wo wollt ihr hin? Warum fahrt ihr? Ne? Geht nach Victoria Residenz. Also will in die Stadt. Ja, aber warum fahrt ihr denn nicht hier lang? Warum fahrt ihr außen rum? Leute, ist das nicht merkwürdig? Was ist hier los? Was ist das für ein Verwirrter? Springwood. Naja. Autofahrer aus der Provinz. Jetzt soll man da erwarten. Ja, aber man kann sich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, hier auf diesem Verkehr echt schwer einstellen. Die haben jetzt hier eine fette Abkürzung bekommen und fahren außen rum. Woran es liegen könnte, ist, dass halt eben das Autobahn, dass sie hier mit Tempo 100 rein rechnerisch schneller wären als über dieses Stück, wo ich glaube, wo es 50 oder so erlaubt ist, ne? Zack, zack, 40 so ja nur. Naja, wisst ihr was? Kommt mal her, dann. Und das ist jetzt für beide, das ist auch so komisch. So, rechte Maustaste raus. 140, 140. Rast mal. Könnt ihr euch aufdrehen, ja. Ich schätze, hier vorne wird es einen Haufen Bremsspur nehmen. Gut. Wieder was verändert. In ein paar Minuten mal wieder zurückkommen, abchecken. Dann machen wir mal aus. Am Bahnhof ist alles schick, denke ich. Der Tunnel aus den oder von den Güterbahnhöfen fließt, kann man nicht anders sagen. Und auch einigermaßen mehrspurig, was ich sehr erfreulich finde. Hier wieder spooky Spurwechsel. Selbst die Polizei macht mit. Leider ein bisschen mit der Verbotskelle winken, so wie ihr euch anstellt. Ist mir als Bürgermeister echt unangenehm, erwachsene Menschen so zu bevormunden. Aber es scheint nicht anders zu gehen. So, hier könnt ihr auch gerade durchfahren.
Gut, und hier, wo ich es nicht sehen kann, dürfte Spuren wechseln. Gut. Hier kommen sie auch über fast alle Spuren. Und ich würde sagen, die Entscheidung, wo ihr fahren wollt, auf welcher Spur, die trefft ihr mal hier. Obwohl, nee, hier müssen wir erstmal komprimieren von 6 auf 3. Hier ist mal wieder Spurwechselverbot. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. Boah, wie viel sind denn noch? Diese Kreuzung, seid ihr erstmal frank und frei, könnt ihr erstmal machen, was ihr wollt. Mal sehen, wo das hinführt. Sicherlich ins Chaos, wie immer. Gut, und warum sind hier auf diesen freigegebenen Wohngebieten keine Einzügler? Was soll das hier? Auch überall noch freie Wohngebiete. Überall ein kleines bisschen Pfusch, was soll denn das? Scheint auch alles soweit zu stimmen. Da ist ein Park. Wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht das letzte aus der Stadt rausquetschen. Wo ist das denn da? Upp. Überall, Leute. Überall. Und ich bin sicher, ich übersehe immer noch. Haufenweise. Und ich sehe ja auch immer in der Nachbearbeitung. Ich gucke mir die Episoden danach auch noch an. Da sehe ich auch immer zig Sachen. Da ist wieder was. Ah, das könnten die Krematorien gewesen sein, die ein bisschen umgezogen sind. Gut, wollen wir uns aber damit nicht zu lange aufhalten. Was haben wir denn sonst noch? Wir möchten gerne Gewerbe und wir möchten gerne Büros oder Industrie haben. Büros oder Industrie?
und Gewerbe. Gut, dann machen wir euch mal schwerer oder dichter. Und dort auch einmal rundherum natürlich. Alle mal bitte ausziehen. Dann noch diesen. Nee, das ist ja Büro. Das ist ja Büro. Zack, zack. Da gibt es aber eine Inkohärenz. Warum ist dann... Hier Gewerbe, da Büro. Dann müsste ja eigentlich hier Gewerbe und da Büro sein. Und Büros brauchen wir ja auch. Ja, dann machen wir das. Spärlich hier. Angeltouren. Und da waren tatsächlich 3 Besucher letzte Woche. Ja, das Wasser war mal hier oben, ne? Jetzt haben wir ja gestornet. Lass uns doch mal gucken hier, weil hier scheint ja wieder ein bisschen Wasser zu sein. Das heißt, der Staudamm scheint irgendwie doch jetzt zu funktionieren. Ja, haben wir ja auch nicht mitbekommen und wissen nicht warum. Vielleicht braucht er einfach Zeit, um in Betrieb zu gehen. Ausgangsleistung 64 Megawatt. Und hier sind jetzt ein bisschen Überschwemmungen. Bisschen. Oh, Leute. Das alles mein zukünftiges Land. Naja, noch eine Weile hin. Ja, finden wir das gut? Bin ich mir nicht so sicher. Aber so eine andere große Möglichkeit zu stauen sehe ich eigentlich nicht. Weil die Ufer sind alle nicht so geeignet. Wenn wir hier stauen, staut sich das ja rechts. Und da wird es hier garantiert auch über die Ufer gehen. Ah, hier alle gefährdete Bereiche. Naja, vielleicht ist das doch nicht unbedingt eine geeignete Map für einen Stausee, Staudamm.
Die Pumpen arbeiten noch. Ja. Wasser sucht sich seinen Weg, war schon immer so. Juhet. Wir sollten mal versuchen rauszubekommen, warum hier unten nichts los ist, warum hier keiner einziehen will. Ist doch wunderschön am Wasser. Das hier sind frisch vergebene Gebiete, da dauert es noch eine Weile. Und hier wird es gleich wieder Tonnen von Ruinen geben, dadurch, dass ich in der Stadt neue Arbeitsplätze geschaffen habe. Okay, holen wir uns mal die Filter. Strom gut, Wasser, klasse. Müll sowieso. Schulen, hat man gerade eine Oberschule gebaut. Und langsam bräuchten wir noch eine neue Universität. Gesunde, Tote, 75, 840, also das schwankt auch, Leute. Und die Friedhöfe werden langsam voll. Bei den freien Kapazitäten könnte man doch eigentlich mal einem Friedhof sagen, hier, du machst dich mal leer. Und du bist ja auch schon über die Hälfte voll. Hier aus 2000 von 3000. Du bist dann der nächste. 1995 von 3000. 2098 von 3000. Ja, habe ich den leersten gleich erwischt. Gut, dann sollte ich turnusmäßig einfach mal aufkicken. Stufen. Wind, Verkehr, übersehen wir mal die Runde. Verschmutzung sind wir super. Lärm. Gut, das würde erklären, warum hier in dem Bereich keiner wohnt, aber hier ist es ja relativ egal. Na, hier unten könnte ein bisschen mehr Feuerwehraktivität sein. Vielleicht sollte ich einen neuen Feuerwehrring einweihen. Machen wir einfach mal. Oh, die Dicke natürlich. So. Und das machen wir einmal rundherum. Ist die richtige Achse erwischen hier? Und alles schon irgendwelche tollen Gebäude. Was haben wir da? Die Grundschule und hier ist eine Oberschule. Umbewegen. Ich hätte gerne die Grundschule und würde die gerne hier hinpacken. Dann hätte ich nämlich gerne wieder die Feuerwehr. Ja, hier, Feuerwehr. Ganz schlecht, Leute. Okay, das dürfte ja auch wieder ein kleiner Boost sein für die Leute. Das wussten sie ja alle super toll finden. Verbrechen. Und ich glaube, das sollten wir mit dem Verbrechen genauso machen. Das heißt, ein paar neue Polizei, Hauptwachen, Oberwachen. Wo die Kriminalitätsrate bei 7% liegt. Naja. Schule. Die wird dann auch einen Meter nach links.
Oh, auch die Oberschule wird Platz machen. Wieso ist er? Achso, war nicht gut. So ein Stück zurückrutschen. Oh, und dasselbe ja auch mit der Polizei. Die kommt dann hier von der anderen Seite. Oh, liebe Bürger, und ihr kommt mal ran hier, damit die auch schön Strom haben. Dann muss ich jetzt hier extra Masten hinstellen für diesen kleinen Stunt. Ach, die werden irgendwann einfach eingemeindet und dann ist gut. Dürfte die Kriminalitätsrate auch zurückgehen? Vorher hatten wir 27% oder was habe ich gesagt? Oder 22? Wie auch immer, ist besser geworden. Wird irgendwo auch langsam runtergehen. Transportabdeckung. 1302 Fahrgäste und 18 davon, ganze 18, sind Touristen. Ist das nicht schön? Tripsaft. Noch keine U-Bahn. Keine Züge? Doch, na, Züge haben wir bloß die, die die Stadt verlassen anscheinend. 75 pro Woche. Und 27 Touristen kommen pro Woche in die Stadt. Oder verlassen. Keine Häfen, keine Flughäfen. Und 9 Taxifahrgäste pro Woche. Tja, ist ja lächerlich. Oh, lächerlich. Echt lächerlich. Juti! Mit diesem Blick von oben auf diese Stadt machen wir doch mal Feierabend. Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch würde mir auch sehr helfen. Und wenn ihr Fragen habt, benutzt ihr bitte den Kommentarbereich. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.